Und diese Geschichte, die macht auch ein bisschen Hoffnung. Denn Lotta will leben unbedingt. Eine Geschichte, die Mut macht uns allen heute Morgen. 4 Jahre ist sie alt, die kleine Lotta aus Potsdam. Die leidet an einer sehr seltenen Nervenkrankheit. Die gilt als unheilbar. Ihre Mutter, Sandra Rathgeber, die hat den Kampf dagegen aufgenommen. Das auf beeindruckende Art und Weise. Und jetzt gibt es ihn eben, diesen Hoffnungsschimmer für die kleine Familie. Ohne Rollstuhl kann sich Lotta kaum noch fortbewegen. Toben und spielen mit Freunden, für sie unmöglich. Ein Zustand, den ihre Mutter Sandra voller Verzweiflung jeden Tag mit ansehen muss. Und das Schlimmste, was ich im Kopf hatte, war, dass sie mir sagen, sie wird blind oder halt gelähmt sein. Aber du hast nie daran gedacht, dass sie sterben kann, dass es so schlimm ist. Und das Drama für die alleinerziehende Mutter beginnt vor rund 2 Jahren, als die Entwicklung Lottas auffällig anders verläuft als die ihrer 3 älteren Schwestern. Mit 2 Jahren fing es halt an, dass ich gemerkt habe, dass sie ganz tapsig läuft, dass sie keine weiten Strecken läuft, dass sie viel, viel hinfällt, auch immer wieder den Halt einfach sucht, immer an meine Hand oder sich generell irgendwo festhalten muss an Wänden oder wie auch immer. Und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass ihre Augen immer schlechter werden. Es stellt sich heraus, Lotta leidet an einer extrem seltenen Nervenzellenkrankheit, die in der Regel tödlich verläuft. Die Krankheit führt zu einer zunehmenden Behinderung im Sinne von Kleinhirn- und Rückenmarksschädigungen, das heißt Bewegungsstörungen, Augenbewegungsstörungen, Gleichgewichtsstörungen. Die Lebenserwartung bei der SCA ist verkürzt. Eine Behandlung für die Erkrankung, die den Verlauf beeinflusst, ist leider nicht bekannt. Da hat es dann für mich Klick gemacht und ich wusste, okay, das heißt, mein Kind wird sterben. Und es war was, da warst du nicht drauf eingestellt. Lotta ist auf einem Auge blind, auf dem anderen hat sie nur noch 10% Sehkraft. Gehen kann sie kaum noch. Einzige Hoffnung für sie, in Thailand gibt es eine Therapie, die 30.000 Euro kostet, aber nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Mutter Sandra bittet per Internet um Spenden. Der große Zuschlag kam dann durch eine Firma in Berlin, die auf einmal 10.000 Euro gespendet hat. Und damit war dann Anfang Juni klar, da kam dann der Anruf vom Verein so, wir haben das Geld zusammen. Das heißt im Klartext, ihr habt jetzt die 30.000 Euro zusammen und du kannst jetzt mit der Lotta die nächsten Tage nach Thailand fahren. Richtig. Sofort reist Sandra mit Lotta nach Bangkok zur Stammzellen- und Bewegungstherapie. Ihre Eindrücke von dort hat sie für uns auf Video festgehalten. Sie hat ja eine ganze Zeit 4 Narkosen bekommen, wo dann Stammzellen direkt ins Rückenmark übertragen wurden. Das war das, wovor ich am allermeisten Angst hatte. Sie läuft mittlerweile auch viel, viel mehr. Sie springt mittlerweile mehr, was früher undenkbar wäre, dass sie springt, ohne sich halt irgendwo festzuhalten. Ne? Und das macht sie jetzt. Sie hat total Bewegungsdrang. Sie ist fitter am Laufen geworden. Also ja, bis jetzt wirklich nur Positives, was ich sagen kann. Dann, nach 4 Wochen Therapie in Thailand, landen Sandra und ihre Lotta wieder in Berlin. Ihre 3 älteren Töchter und Freunde empfangen die beiden. Sandra kann die vielen positiven Eindrücke kaum in Worte fassen. Erstmal realisieren, was da überhaupt alles passiert ist. Das ist so Wahnsinn. Man hat so dafür gekämpft, dass man dahin kann, ne? Und dann ist man da, kann sich aber mit niemandem austauschen und jetzt ist man hier und jetzt kann man erstmal ganz viel erzählen, was ist da passiert, was haben wir gemacht, wie ist es uns ergangen und ja. Wenige Tage später besuchen wir die Familie in Potsdam. Das Ergebnis von Lottas Therapie ist überwältigend. Es ist klar zu erkennen, dass sich ihr Zustand wesentlich verbessert hat, sie wieder voller Lebensfreude ist. Es ist total toll, Lotti jetzt zu sehen. Nach der Therapie hat sie so viel neue Kraft entwickelt. Dinge, die vorher undenkbar waren, dass sie ohne Hilfe, also ohne eine Hand, irgendwie in einen Berg hochläuft oder so, das wäre wirklich, das hat sie sich selber nicht zugetraut und das hat sie auch nicht geschafft. Sie war so wackelig, sie ist so viel gefallen und zu sehen, dass sie das jetzt alles kann, das lässt natürlich jedes Mama-Herz wieder aufblühen und zeigt mir auch, dass das absolut richtig war, diese Therapie zu machen. Doch Sandra ist auch klar, dass es nur eine vorübergehende Besserung sein könnte. Ihr Kampf muss weitergehen. Die erste Therapie hat super angeschlagen. Sie hat körperlich tolle Fortschritte gemacht und daher ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir diese Therapie wiederholen können. Und dafür versuchen wir auch jetzt wieder Gelder zusammenzubekommen. Und dafür sind auch ihre Schwestern gern bereit, auf das eine oder andere zu verzichten. So schön ist das Leben jetzt gerade für sie, mit der Hoffnung, dass ihre Lotta für immer so fröhlich bleibt.